Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Twinsport Fever 2. Ja, direkt so wie ich in der letzten Folge abmoderiert habe, ist mir was aufgefallen, was mich doch sehr ärgert. Und genau das gucken wir uns heute nochmal an. Aber ich hoffe, das geht wirklich diesmal schnell. Denn dann würde ich auch gerne heute mal die Strecken in Betrieb nehmen. Das wäre schon nett, wenn wir das heute endlich mal auf die Reihe kriegen würden. Hätte ja dann auch schon lange genug gedauert, eigentlich auch. Ich müsste dann gerade mal kurz gucken, dass wir erstmal die Straße kurzerhand hier runterführen. Wollen wir dann erstmal bis hier unten. Bitte einfach nur eine gerade Straße wäre schön, aber das lässt sich ja nicht zu. So, und zwar folgendes. Wir machen uns hier mal kurz hier eine Bushaltestelle hin, damit der hier auch nicht mehr rummeckert. Genau, und zwar bauen wir diesen Bahnhof nämlich einmal um. Und zwar, wie bauen wir um? Wir nehmen uns erstmal das Gebäude hier weg. Genau so irgendwie. Den ganzen Bahnsteig auch. Denn... Ja, wir machen das nämlich folgendermaßen. Ich möchte gerne das Ganze hier dreigleisig bauen. Einfach nur aus dem Grund, dass wir so Wartezeiten vermindern. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt Güterzüge haben, die gerade auf dem Weg in den Güterbahnhof sind, und es ist aber halt auch ein anderer Zug, der auf die Eingleisige will, unterwegs hierher, oder steht sogar schon richtig am Bahnsteig, also ne, muss halt sowieso warten, bis die Eingleisige frei ist. Und deswegen sorgen wir dafür, dass Güterzüge und die Personenzüge von der Eingleisigen, also generell die Züge von der Eingleisigen, müssen ja nicht unbedingt gleich wieder Personenzüge sein, aber dass die Züge halt, dass sie halt ihren Weg, dass sie dann halt eben auch hier fahren können, ohne groß aufgehalten zu werden. Und genau dafür basteln wir halt eben jetzt diesen Bahnhof einmal dreigleisig um. Da müsste ich auch nochmal gucken, wie wir das hinkriegen, weil ich muss ja schließlich auch dafür sorgen, dass er hier halt irgendwie drüber kommt, weil der hält dann ja hier drüben, der Zug, der Personenzug, der dann letztendlich hier reinfährt. Und da muss ich dann logischerweise irgendwie noch dafür sorgen, dass das auch klappt. Also der Umbau wird schon etwas komplexer. Ich würde auch gerade mal kurz ein bisschen Schiene sogar wieder wegreißen, dann machen wir das nämlich wirklich jetzt mal richtig umfangreich hier. Genau, weil wir müssen eben dieser Stand, der muss ja, ne, das muss ja bestehen bleiben, dass es geht. Nur das ist halt eben nicht so ganz ohne, das jetzt umzubauen. Wir müssen halt schließlich dafür sorgen, dass die Personenzüge, die dann halt eben von der vom Bahnsteig gerade kommen, die müssen dann halt eben auch die Chance logischerweise haben, das Gleis zu wechseln, aber gleichzeitig müssen dann auch Güterzüge hier rüberfahren können. 2 hours later. Moment, also wir brauchen hier eigentlich sogar nur eine Kurve erstmal. Einmal eine Kurve gemacht. Dann gibt's hier einmal eine DKW bitte. Danke. Die ziehen wir dann hier rüber. Und die führt uns dann letztendlich geradewegs in dieses Gleis hier rein. Und genau, das führt uns dann hier irgendwie lang, wird dann geradewegs hier rüber geführt. Aber um sicher zu gehen, werde ich es gerade nochmal Schritt für Schritt rangehen. Moment. Genau, bis hierhin. Ich mache das nämlich jetzt Schritt für Schritt. Ich möchte nur sicher gehen, dass da jetzt nicht irgendein Bullshit passiert. Ja, okay, gut. So. Okay, und jetzt können wir dann hier nämlich das Depot abzweigen lassen. Das machen wir dann auch einfach mit einer Kurve. Die geht dann halt einfach genau weg. Und dann machen wir es erstmal so, damit das passt. Und genau, wie befürchtet, kriege ich das jetzt hier rein. Aber ich habe da so einen kleinen Trick, den ich tatsächlich mal anwenden werde. Zwar leider ein bisschen auf Kosten des verfügbaren Bahnsteiges, aber ich denke, das sollte okay sein.
So. Sieht jetzt lustig aus, dieser Bahnsteig jetzt irgendwie. Ah, es geht sogar, es fällt sogar gar nicht mehr richtig auf. Ja, dann mache ich jetzt auch wieder alles Schritt für Schritt. Dann jetzt hier erstmal rübergehen bis hierher. Genau so. Und dann kommt diese Schiene hier halt irgendwie noch irgendwie mit rein. Genau, perfekt. Jetzt haben wir unseren komischen Konstrukt, unseren hirnrissigen Konstrukt. Genau, und dann geht hier halt eine Weiche noch rüber, die geht dann sogar noch ein bisschen in den Bahnsteig rein, auch gut. 2 hours later. Und dann hätten wir es aber auch. Dann erreichen die Züge nämlich aus allen, von allen Gleisen auch alle Gleise. Was ja auch gerade in einem Endbahnhof ganz praktisch ist, weil da wirst du ja wohl kaum irgendwo anders rauskommen, um, was weiß ich, irgendwelche irrsinnigen Stellen zu umfahren. Von daher. Ja, jetzt ist es hier irgendwie ein bisschen gewählt, ne? Ah, shit. Ja, warte, aber das kriegen wir hin. Dann nehmen wir uns einfach hier das lustige Schienenbautool nochmal. Machen wir uns hier mal kurz 24 Meter. Dann kommt hier einmal das Gebäude, also Bahnhof da erstmal dran. So, und jetzt sollte so alles ordentlich sein. Das ist auch alles gerade, genau. So, und dann haben wir hier unseren komischen Güterbahnhof nochmal umgebaut. Alter, der sieht so komisch aus, ne? Meine Fresse. Aber er tut, also er kann jetzt alles. Ne? Das heißt, du kannst dann von diesem Bahnsteig, du kannst dann rüberfahren, du kannst dann hier rüber, damit du überall hinkommst. Und jetzt wollte ich ja nochmal dafür sorgen, dass man irgendwie Kopf machen kann. Ich glaube, ich schicke die einfach alle auf ein so ein Gleis, wo die umsetzen können. Dann kann die halt nicht gleichzeitig umsetzen. Das ist mir wahrscheinlich auch eigentlich egal. Dann haben wir hier Umsetzstellen, dann können die also. Genau, okay. Das muss reichen. Jetzt kommen dann hier erstmal die Signalnummer hin. Oh, uff, Alter, der ganze Umbau hat schon wieder die ganze Folge gekostet. Uff. Ah, Mann, ey. Wie ärgerlich. So, wenn das Depot jetzt nicht passt, dann werden wir auch nicht mehr. Ja, siehst du es eigentlich doch. So. Zack, da haben wir das Depot dann wieder zurückbekommen. Ja, meine Fresse, jetzt haben wir wieder diesen ganzen Konstrukt nochmal komplett überarbeitet, ne? Aber du musst jetzt aber echt mal wieder reichen. Alter, wir sind wieder bei 1 Stunde 10 Rohmaterial. Ich würde dann auch mal sagen, danke fürs Zusehen. Oh, eine Kleinigkeit doch noch. Shit. Die Straße hier muss nochmal weg. Die müssen wir auch nochmal kurz angucken. Was haben wir denn jetzt hier wieder für einen Abstand? Irgendwie sowas in der Art, ne? Dann machen wir erstmal bis hier hin. Ziehen dann die Straße da rein, dass sie wieder gerade bleibt. Und dann schnell eine Kurve rein. Da haben wir wieder unsere lustige Circle Line mit den Bussen nämlich an. Ja, die fahren jetzt ja alles im Kreis. So, okay, perfekt. Wir haben es mal wieder geschafft hier. Eine Stunde Rohmaterial, Alter. Viel Spaß beim Schneiden und mein Zukunfts-Ich. Ich muss ja noch die erste machen. So, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.